Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Diplompsychologe und wie gesagt, Teambuilder, Autor, Teambuilder, jetzt nicht mehr, oder mach's ab und zu noch, aber nicht mehr so aktiv, falls ihr jetzt zum ersten Mal bist, eigentlich, ich kümmere mich um alles, was mehr als eine Person ist, Beziehungen und wie gesagt, habe früher für, ja, 100 Unternehmen Autoteamings gemacht, aber keine, sage ich jetzt auch gleich, Survival. Wir reden jetzt heute mal über Folge 5, wo die da echt eine Nahtoderfahrung hatten, das Team. Also ich war wirklich absolut schockiert, was da abgegangen ist, krass. Aber auch sehr beeindruckt von der Gruppe, muss ich auch wirklich ganz sagen. Also wir reden jetzt über ein bisschen Gruppendynamik. Genau, nochmal eine Bitte, seid ein bisschen friedlich in den Kommentaren. Also ich wusste gar nicht, dass das hier so eine... Was da so viele Leute auf meinem Kanal kommen und, sag ich mal, so unfreundliche Männer, die, keine Ahnung. Also nehmt euch einfach, sonst muss ich euch da leider rausnehmen. Also ich sagte, ihr könnt gerne andere Meinungen haben, aber wollen ja hier friedlich diskutieren, ne? Da haben wir alle mehr davon. Genau. Ja, was ist jetzt passiert? Also ich habe jetzt auch nochmal viel, gibt jetzt auch schon die ersten Reactions von so Teilnehmern, das habe ich mir auch nochmal viel angeguckt und jetzt muss man natürlich erstmal sagen, was man offensichtlich wird, also kann ja auch nicht alles gefilmt werden, ne? Also das so und aus dem, was jetzt Teilnehmer gesagt haben, habe ich jetzt so rausgeschlossen, dass doch vielleicht ein bisschen mehr Absprache da war, wie die jetzt vorgehen, als das so gezeigt worden ist, hatte noch jetzt noch viel mehr den Eindruck, es hat sich jetzt auch heute letztlich bestätigt und auch am Ende von Folge 4 schon, dass die Gruppe so absolut d'accord damit ist, was ihr Anführer sozusagen da jetzt vorgeschlagen hat. Ja, und unangefochtener Anführer ist ja Joe Vogel, ne? Kann man jetzt so sagen. Aber offensichtlich, das habe ich ja ein bisschen gesagt, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, halt, dass er das einfach bestimmt. Und vielleicht gibt es ja andere Meinungen, ob man im Wald geht oder nicht. Aber scheinbar hat diese Diskussion, habe ich jetzt so den Eindruck gehabt, dass sie durchaus stattgefunden hat. Und insofern ist natürlich dieses Scouten, wie er das nennt, von dem Stefan auch so ein bisschen, ja, haben Sie sich natürlich gefragt, muss das jetzt sein? Aber ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, naja, auch ein Außenseiter kann natürlich, weiß nicht, Erkenntnisse bringen. Vielleicht findet er wirklich was total Geiles oder man sieht, wie er Feuer machen kann. Er ist ja irgendwie Weltmeister im Feuerbohren irgendwie. Aber de facto, ja, hat er ja nicht abgeliefert, ne? Also er hat einfach nicht abgeliefert und das kann natürlich passieren werden. Das ist ein, stellen wir das als einen irren Stress vor. Man kann natürlich auch falsche Entscheidungen treffen. Also ich finde, die machen dann super Job, die Gruppe, bis auf, also diesmal war es wirklich krass, aber grundsätzlich machen die einen super Job, das sind total harte Bedingungen und je härter die Bedingungen sind, je weniger guckt man natürlich auch drauf, wie sehr ist jetzt jemand ein Ego oder weiß ich nicht was, sondern man will einfach, dass es funktioniert, man will einfach überleben da, ne? Und da hat man sich schon gefragt, ja, muss das sein, aber wie gesagt, auch Außenseiter können irgendwas bringen, nur er hat es halt bisher nicht und für die Gruppe stellt sich es natürlich so dar, das war ja auch schon absehbar. Ja, also wir arbeiten hier und du sitzt dann schön an meinem Feuer, läufst den ganzen Tag rum, probierst Feuer zu machen, was ja auch nicht geklappt hat. Also wie gesagt, kannst du ja offensichtlich, aber scheinbar ist das falsche Holz, zu nass. Ich weiß es nicht, kein Zunder, ich weiß es nicht. Und ja, da dachte ich, und dann kam es zu einer ganz tollen Sache, dass eigentlich genau das passiert, was... wo ich so denke, das macht eine funktionierende Gruppe. Also ich fand das richtig stark, muss ich wirklich sagen, dass sie sich jetzt erstmal wirklich mal zusammengesetzt haben und haben geredet. Und ich habe ja auch gesagt, die Konflikte, die treten häufig auf, so ab dritten Tag, sage ich mal. Und das war ja auch so, weil das war, erstmal war es noch alles sehr gemäßigt, fand ich immer noch, auch wenn man kann sich auch mal mützen. Und die hatten dann wirklich ein richtig gutes Gespräch, weil, also so eine Gruppe ist auch, ich vergleiche das immer gerne mit so einem, weil wir auch einen Hund haben, mit so einem Rudel Hunden, wenn unser Hund hier in seinem Rudel unterwegs ist, da, wenn er mit seinem Dogwalker da geht, die Hunde, die, wenn einer da aus dem Lied schert, dann die ganzen Hunde, die regeln das ja, ne? Die sagen dann, hey, so geht's nicht, ne? So, du bist hier in einer Gruppe, du musst mitmachen. Und das hat auch die Gruppe gemacht und das ist manchmal hart, ne? Aber das ist eine gesunde Gruppendynamik, dass dann nicht alle so, weiß ich nicht, so People-Pleaser-mäßig, oh, jetzt bloß nichts sagen, weil das ist noch die, wir haben ja auch über Gruppenphasen gesprochen, ne? Das ist noch diese Forming-Phase so, ne? Aber jetzt kommt eben
Storming-Phase so ein bisschen, ne, wo man merkt, boah, so, das gefällt nicht allen. Und was dann ganz wichtig ist, dass man die Klappe aufricht und dass man das sagt, was man denkt. Und da muss ich wirklich sagen, das haben sowohl hier Selfie-Sandra richtig gut. Da muss man einfach authentisch sein, dass man sagt, ey, das geht nicht, dass du dein Ding da machst und du sitzt ja am Feuer, aber du hilfst nicht mit, das geht einfach nicht, ne? Das hat auch, ich fand auch, dass das der Joe Vogel gut gemacht hat. Man hat ja auch so ein bisschen kritisiert. Ich meine, ich bin nicht dabei, das ist, aber wirkt schon wie jemand, der sehr im Ego ist. Aber wie gesagt, habe ich ja letztes Mal auch im letzten Video schon gesagt, wenn du ablieferst, das sieht man auch bei vielen Leuten, die bekannt sind, berühmt sind, die vielleicht total im Ego sind und vielleicht auch arrogant oder so. Aber wenn du ablieferst, also das ist auch bei Fußballspielern, wenn du mega gut spielst und hast Erfolg, kannst du ja sonst was leisten. Ne? Und die Probleme treten immer dann auf, wenn man nicht abliefert. So, und er liefert ja irgendwo ab. Ne? Also die Gruppe ist ja auch zufrieden mit ihm. So. Und der hat das aber auch, das muss ich auch sagen, sehr gut angesprochen, gesagt, es geht nicht. Und wen ich auch richtig stark fand, ist der Joe Kelly. Ja, der dann im Grunde genommen auch sagt, also dass er auf den Punkt gebracht hat, so entweder du machst dein eigenes Ding und dann kannst du rumlaufen, wie du willst, oder du bist bei der Gruppe und dann hilfst du gefälligst mit irgendwie so, ne? Und das fand ich richtig, richtig gut, ne? Also muss ich echt sagen, so das auch so, und das war wirklich ohne irgendwie ein böses Wort, und der hat auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Wenn du jetzt wieder zurück zur Gruppe zurückkommst, ist kein böses Blut, dann bist du wieder dabei, alles ist vergessen, das hat er so, fand ich richtig gut, alles ist vergessen, und auch so wieder diesen Weg, dass er da wieder jetzt so mitmachen kann, ohne gekränkt zu sein, so. Aber er war natürlich trotzdem gekränkt, also für den Stefan war das eine ganz, ganz schlechte Folge, das muss ich, meine, genau, wir reden jetzt ja auch über Sachen, die ja passiert sind, also ist ja eigentlich klar, Spoiler, also es kommen natürlich noch viel mehr Spoiler. Ich gehe davon aus, dass ihr das geguckt habt, die fünfte Folge. Ich kann hier auch nichts reinschneiden, so aus rechten Gründen. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es euch als erstes an, sonst ist es ja witzlos, ne? Also für den Stefan war das eine ganz schlechte Folge. Also er hat eine Entscheidung getroffen scheinbar. So, ja, ich mache es mit bei der Gruppe. Und da wurde dann auch gesagt, ja, nee, jetzt hat er auch, seinen Job dann gemacht. Habe ich jetzt so verstanden, ja, also er hat so sein Ding gemacht, er hat Stroh gesucht, dass man da im Flugzeug irgendwie wärmer liegt. Habe ich mich jetzt auch so gefragt, hätte man vielleicht, aber vielleicht hinterher ist man immer schlauer, hätte man vielleicht die Matratzen gar nicht rausnehmen sollen aus dem Flugzeug. Aber vielleicht haben sie die jetzt auch besser betten können, und wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Und das wäre jetzt auch wieder so eine Sache, was gut, die Gruppe hätte vielleicht entscheiden können, nehmen wir die jetzt raus oder nicht, aber da ja offensichtlich nicht alles gezeigt wird, vielleicht haben sie auch das abgesprochen, so, ne? Und dann, gut, jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen zurück mit dem Matratzen ins Flugzeug. Und jetzt hat man halt gelernt, ja, wir müssen das alles besser ausstaffen und mehr isolieren nach unten. Und ich habe auch schon so gedacht, Mensch, ey, das ist ja auch alles Sachen, die brennen können. Also, aber gut. Und wo ich mich auch, aber wie gesagt, ich bin kein Survival-Typ, aber irgendwie so offenes Feuer neben so einem geschlossenen Raum. Ich hätte auch schon immer ein bisschen gedacht, so mit Kohlenmonoxid und so, aber gut, vielleicht ist das alles viel zu sehr gelüftet, als dass es ein Problem sein könnte. Offensichtlich kein Problem. Aber genau, das, da haben die das ja immer weiter zugebaut. Und dann kam so das Thema ja auf mit, dass dann natürlich, ja, er war wirklich sehr gekränkt, also offensichtlich auch großes Ego-Thema, das scheint überhaupt in der, nicht auch so manche Kommentare-Gruppe, was nicht, ist das besonders Thema, so in dieser Hobby-Community, ich weiß es nicht. Also auch total im Ego natürlich jetzt, trotz, obwohl die Gruppe da so gut reagiert hat, aber das ist natürlich auch nicht schön, wenn du so zurechtgewiesen wirst in der Gruppe, aber das bringt es halt nicht, wenn du Autor bist und du so viel im Ego bist. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, ne? Und das ist schon gut, dann einfach auch zu sagen, ja, tut mir leid, habe ich Scheiße gemacht und jetzt mache ich auch wirklich mit. Aber nein, der konnte es natürlich nicht auf sie sitzen lassen und musste wieder, weil die wollen ja alle immer beweisen, das sehe ich auch in Kommentaren, man will schon mal beweisen, dass man so voll drauf hat. Das ist ja auch irgendwie so voll so ein Männerthema, so Survival. Und ja, nee, das Holz muss getrocknet werden am Lagerfeuer. So, da hat aber wieder sich die Gruppe dagegen entschieden, wie ich das verstanden habe. Aber er wollte sich dann aber unbedingt durchsetzen, und dann hat die Gruppe scheinbar, und auch, das haben die ja mitgekriegt, dann hat er es trotzdem gestapelt. Und dann hat die Gruppe, das ist, wenn man so will, war die Gruppe dann kurzfristig in so einem People-Pleaser-Modus und hat dann gesagt, okay, jetzt, ja, jetzt Stefan ist gekränkt, jetzt dann geben wir ihm den Punkt.
darf er eben das trockene Holz neben dem Feuerstapel, ne? Also wobei ich mich immer so, also ich bin überhaupt kein Survival-Experte, aber ich weiß nicht, würdet ihr trockenes, also das war ja nicht trocken, aber würdet ihr anderes Holz neben einem bestehenden Lagerfeuer stapeln, wo man auch neben schläft? Also ich weiß nicht. Aber wie gesagt, da hatte die Gruppe so einen People-Pleaser-Moment, weil die Gruppe fand es scheinbar, oder Joe hat ja auch gesagt, irgendwie hat sich nicht richtig angefühlt, aber sie haben ihn dann machen lassen, so, ne? Da sieht man auch wieder, wie wichtig eigentlich das ist, dass man immer präsent bleibt, so. Und dann, ja, also das fand ich wirklich krass, dann ist ja offensichtlich alles angefangen zu brennen und dann ist auch das Flugzeug angefangen zu brennen, also totale Katastrophe. Und was mir auch nicht klar war, dass das Plastik ist an diesem Flugzeug, wo ich, boah, also kam für mich auch so Fragezeichen, Plastik über ein Feuer legen, also ich weiß auch nicht, aber gut, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer und vielleicht, wie gesagt, mit so einem kleinen Feuer, vielleicht haben sie das auch alles gut abgecheckt, es hat ja die erste Nacht auch funktioniert, ne, muss man ja ganz klar sagen. Und das war ja, also das war richtig gefährlich, weil, genau, dann tropft dieses, weiß nicht, ob es schon mal heißes Plastik, also ich habe das durchaus mit vielem Quatsch, was man so in Jugend und Kindheit gemacht hat, ich weiß, wie das ist, wenn ein Plastik auf die Haut tropft, ist eine fucking Katastrophe, vor allem, wenn du schläfst und dann auch Schlafsäcke und womöglich das ganze Flugzeug aus, nee, das ist aus Stahl, glaube ich, ne, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nur die Flügel aus Plastik. Also richtig gefährlich und wieder habe ich mich gewundert, ich habe mich richtig, und ich wundere mich immer noch, mit welchem Risikolevel die diese Show machen. Also da komme ich, also wie gesagt, ich war ja verantwortlich für ganz viele Teambuildings und wir haben auch echt krasse Sachen gemacht. Wir haben so diese Burma-Bridges gebaut und Hochseilstationen, Niedrigseilstationen und das Einzige, wo wir wirklich ständig drüber nachgedacht haben, kann jetzt hier irgendwas passieren? So, ne? Weil du bist ja immer noch, es ist ja kein echtes Survival, es ist ja immer noch ein Spiel, so, ne? Das ist, und du bringst die Leute, willst sie ja nicht in Gefahr bringen, du willst, dass sie ein Erlebnis, ein tolles Erlebnis haben. Ich meine, das ist im Business-Bereich, das ist natürlich noch viel krasser, aber auch da sind Klettern gegangen und, oder zumindest so Klettersteige und durch irgendwelche Wasserfälle abgeseilt und du denkst die ganze Zeit, kann hier irgendwas passieren. Ich hatte zwar immer so Experten dabei, ich habe aber extra selber diese ganzen Ausbildungen gemacht mit Klettern und weil ich gemerkt habe, ich muss das ja letztlich verantworten, so, ne? Ich muss dafür gerade stehen und ich muss das durchschauen, was hier passiert, weil wenn irgendwas schief geht, ich kriege den Ärger, nicht irgendwelche Mitarbeiter so von mir oder so, ne? Und mich wundert das wirklich, dass die, ja, also erst war es die Kälte, das kriegen sie jetzt scheinbar so langsam im Griff. Und weiß ich nicht, hätte man vielleicht da nicht doch eine Kamera aufstellen sollen, die das so beobachtet, weil, weiß ich nicht, wenn die sich wegen so einem blöden Spiel jetzt irgendwie da so abfackeln untereinander, also echt, war auch überhaupt nicht, das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwas total krass finde, muss ich mal lachen, aber das ist eigentlich lustig, das war richtig fucking gefährlich. Richtig gefährlich, ey. Ja, und natürlich, war das ein ganz schlechter, oh Gott, das ist echt so schlimm, ganz schlechter Lauf für den Stefan, wirklich, also, weil er war ja dafür verantwortlich letztlich, aber wie gesagt, auch, ich bin ja immer so für, der eine macht, der andere lässt es zu, ne, das ist genauso wie in Beziehungen so. Wenn du die Klappe nicht aufkriegst, baut vielleicht jemand Scheiße. Du musst aber gerade bei Outdoor musst du immer so total präsent sein. So, die Gruppe hat ihn machen lassen, ja, und insofern ist das letztlich auch ein Ereignis der Gesamtgruppe. Man kann natürlich sagen, ja, Stefan hat das Holz gestapelt, aber die Gruppe ist auch nicht eingeschritten. So, hat nicht gesagt, ey, sorry, das war nicht abgesprochen und jetzt lass das. Und da sieht man auch mal wieder, wie gefährlich People-Pleasing ist. Obwohl die das vorher gar nicht gemacht haben, aber dann war denen das wahrscheinlich zu viel und nee, jetzt lassen wir ihn mal. Und richtig krass, wie gefährlich das ist. Ne? Einmal wieder so aus Goodwill, das haben die auch gesagt, so aus gutem Willen, Schnauze nicht aufgekriegt, schon bist du halb abgefackelt, ey. Wahnsinn, ey. Ja, also richtig krass. Und jetzt hätte man natürlich erwarten können,
dass der Stefan echt sagt, ey, so, Leute, ich habe da auch wirklich keine Entschuldigung gehört. Vielleicht haben sie es nicht gefilmt, ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren in den nächsten Tagen. Lass mir auf jeden Fall mal ein Abo da hier. Da gucken wir mal eine sonstige Arbeit rein. Keine Entschuldigung. So hat sie auch nicht, hat gesagt, Scheiße, das tut mir total leid und das war mein Fehler und ich hätte das nicht machen sollen. Oder wenn, hätte ich zumindest wach bleiben müssen, weil das muss man ja schon sagen, dass dieser Joe Vogel, ja, der ist ja auch ganz viel wach geblieben, hat diese Feuerwachen gemacht und was weiß ich. Und ja, wie gesagt, man kann jetzt sonst was über ihn sagen, vielleicht ist er sehr im Ego, aber auch das habe ich jetzt aus Reels und so von anderen Teilnehmern ausgerichtet, da hat sich keiner manipuliert gefühlt. Das muss man mal wirklich auch konstatieren hier so, ne? Also, und wie gesagt, vielleicht hat er eine große Klappe, aber er hat sich wirklich sehr reingehangen. Natürlich musste er auch mal schlafen und ja, und also das ist auch, was ist, ich komme irgendwie nicht drauf klar. Also, das ist ja schon, wenn ich ein Feuer im Garten mache, dass ich immer denke, was könnte jetzt. Also ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar. Wenn ich ein Feuer, aber das ist jetzt nur meine Meinung, wirklich, könnt ihr dazu denken, was ihr wollt. Wenn ich ein Feuer, ich habe neulich mit meinem Sohn ein Feuer gemacht im Garten, ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte jetzt hier anfangen zu brennen? Wir haben daneben gesessen, ne? Wie lösche ich das gleich ordentlich so, ne? Weil nicht, dass da irgendwie Funkenflug ist oder was weiß ich. Und die stapeln da einfach, oder er stapelt einfach Holz um ein Lagerfeuer, wo man neben schläft und einschläft und ich weiß nicht, versteht ihr das? Ich komme nicht mit Plastikflügeln darüber. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Und insofern, ja, der Stefan Hinkelmann hat es gemacht, aber wie wir das in Teambuildings immer gemacht haben, wir haben natürlich, die Teams sind auch gescheitert an Aufgaben, aber natürlich machen wir bei Business Teambuildings nichts, wo irgendwas passieren kann. Das sieht immer nur gefährlich aus, aber ist überhaupt nicht gefährlich. Und aber wenn die Gruppe, wenn eine Aufgabe gescheitert ist, haben wir immer die ganze Gruppe gesagt, so was hätte, weil das sind natürlich immer leicht, dann zu sagen, du hast es gemacht, du hast das Holz gestapelt und in diesem, vielleicht kann man es hier auch so sagen, weiß ich nicht, aber wir haben das immer so, in diesen Debriefings haben wir es immer so gesprochen, ihr seid immer als Gruppe, gewinnt ihr oder scheitert ihr so, ne? Und er hat das ja nicht heimlich gestapelt. So, da würde man jetzt in so einem Business-Debriefing würde man jetzt sagen, okay, wo hat die Gruppe da vielleicht? Also natürlich hat er, also klar, muss man das auch ganz klar sagen. Und er wird da auch sicherlich auch noch richtig einen auf den Deckel kriegen. Das sah man so im Cliffhanger. Und auch mit Recht, ne? Und gleichzeitig muss die Gruppe vielleicht mal überlegen, und das haben sie scheinbar auch schon überlegt, wenn man sieht, wie die da so reagieren. Scheinbar waren wir noch zu weich. Wir müssen einfach als Gruppe viel strenger sein. Wir dürfen nicht einfach so Alleingänge zulassen von jemandem, weil als Gruppe sind wir stark und jemand alleine kann Fehler machen. Das ist ja auch, was ich mal wieder gesagt habe. Ne? Aber das ist auch, da sieht man auch mal, also die werden natürlich alle eine mega Publicity kriegen. Die werden alle ihre Kanäle werden durch die Decke gehen wahrscheinlich. Aber du kannst natürlich auch wenn du in so einer Sendung bist und du kommst schlecht rüber, ey, ich möchte gar nicht, wenn ich schon sehe, was bei mir in den Kommentaren los ist, möchte nicht wissen, was ab heute in den Kommentaren von diesem Stefan los ist, ich möchte es einfach nicht wissen, das muss furchtbar sein, wir haben ja auch so eine ekelhafte Kultur, dass immer alle unzufriedenen Leute sich so auskotzen in den Kommentaren und aber der wird keinen, ich habe auch schon von ihm gestern Sachen gesehen, da wirkt er auch gar nicht zufrieden, heute weiß man vielleicht ein bisschen warum, weil das ist natürlich für ihn echt, das war eine kleine Katastrophe und es hätte natürlich noch viel größere Katastrophe sein können, so, ne? Aber ich muss wirklich nochmal abschließend nochmal sagen, was für ein Risikolevel in dieser Sendung fahren, ich bin echt schockt. Ich weiß nicht, das. Was machen die denn da? Also, was, ich meine, das ist ja auch scheinbar, ist ja auch der Fritz Meinecke dafür zuständig und wie gesagt, es ist wirklich toll gefilmt, toll, also ganz toll gemacht. Aber was machen die, wenn da einem wirklich mal was passiert? Also das ist was ein, boah, ich, da ist aber die ganze Bildzeitung voll, ey, wirklich, da ist aber was los. Ey. Ja. Wie seht ihr da? Schreibt es gerne nett, konstruktiv in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.